Rom ist eine große Inspiration für mich. Hier finde ich alles, was ich zum Studium der römischen Kultur brauche. Und auch deren Kontinuität. Der Mann, der hier in Rom von der ewigen Stadt schwärmt, ist Karl Galinski, Professor für klassische Philologie an der Universität Texas in Austin. Karl Galinski ist eine Ausnahmegestalt in seinem Fach. Er arbeitet interdisziplinär und bezieht die Ansätze der Gedächtnisgeschichte konsequent in die Altertumsforschung mit ein. Als kritischer Beobachter gelingt es ihm, die Antike immer wieder in Beziehung zur modernen Zivilisation zu setzen. Was mich besonders an der römischen Kultur fasziniert, ist ihre Vielfältigkeit. Das gibt mir Gelegenheit, mich in neue Gebiete einzuarbeiten und Kontakt und Dialog mit Forschern auf diesen Gebieten aufzunehmen. Und in gewisser Hinsicht machen wir das den Römern nach. Sie waren sehr aufgeschlossen. Sie haben sehr viel schöpferisch von anderen Kulturen übernommen. Das Pantheon im Herzen Roms ist ein gutes Beispiel für multikulturelle Vielfalt unter einem Dach. Im römischen Imperium fanden die verschiedensten Kulturen und Religionen Platz. Zwar waren, so sagt Galinski, die Römer militärische Imperialisten, kulturell gesehen jedoch herrschte Freiheit. Solche Zusammenhänge in einem neuen Licht zu betrachten, versteht Karl Galinski als große Herausforderung. Vor allem konzentriert er sich auf das Zeitalter des römischen Kaisers Augustus. Durch die Jahrhunderte hat sich das Augustusbild gewandelt. Heute sehen wir uns Augustus an, nicht nur als einen Klassiker im Sinn, dass er alles wieder zur Ruhe bringt und dass auch in der Kunst und Architektur alles wieder auf einen Ruhepunkt kommt. Wir sehen ihn mehr an als einen experimentellen Kaiser. Er war ja der erste Kaiser. Es gab wirklich kein Vorbild dafür. Karl Galinskis Erkenntnisse über die augusteische Kultur haben zu einem ganz neuen Verständnis dieser Epoche geführt. Augustus verstand es, geschickt mit der römischen Vergangenheit umzugehen und Rom eine neue politische Identität zu geben. Dieses Spiel mit der Geschichte, ihr gezielter Einsatz für die eigenen politischen Zwecke, zeigt, wie modern Augustus war und heute noch ist. An Beispielen wie diesem gelingt es Galinski, den genauen Blick auf die Geschichte zu schärfen und bewusst zu machen, wie sich die Wahrnehmung von Geschichte ändern kann. Unsere Verantwortlichkeit ist, das objektiver zu sehen, das wirklich aus der Distanz anzusehen und dann wirklich zu konkretisieren und einige der Schwerpunkte festzulegen, die manchmal schief gesehen wurden.